Spectre, haben Sie über mein Angebot nachgedacht? Keen hat sich dazu überreden lassen, auszusagen. Jetzt bin ich aber erleichtert. Ich werde die Beweise für den sicheren Transport vorbereiten. Ha, hätte nicht gedacht, dass Sie mir helfen. Wo Sie doch ein Spectre sind und so. Einige von Ihnen sind wohl doch ganz in Ordnung. Lassen Sie mich dann in die Garage? Während Sie Keen bearbeitet haben, habe ich Ihnen einen Garagenpass besorgt. Seien Sie da oben vorsichtig. Ich muss jemanden verhaften. Hätte ich doch nur die Zeit, mich vorher umzuziehen. Ich hasse Röcke. Eine Unverschämtheit! Ich sorge dafür, dass Sie in diesem Sektor keine Arbeit mehr kriegen! Ja, ja, gehen Sie. Sie, Shepard! Ich verlange, dass Sie diese Schlampe verhaften! Sie haben das Recht zu schweigen. Ich wünschte, Sie würden es auch ausüben. Man sieht sich in der Galaxis, Kommande. Ich schulde Ihnen ein Bier. Yay, ein korrupter Geschäftsmann weniger in der Galaxis. Und ich sag hallo und herzlich willkommen zurück zu Mass Effect. Wir können jetzt natürlich hier an seinen Wandsafe dran, was ich ja vorher schon machen wollte. So, ich war übrigens nochmal bei unserem Hanar-Freund und der macht tatsächlich immer noch Geschäfte mit uns. Also wir können da weiterhin einkaufen und auch verkaufen. Ich habe mal die Ausrüstung verkauft, die wir nicht an unsere Leute verteilt haben, weil was wir noch so rumgeschleppt haben, was wir jetzt bei SYN-IQ gefunden haben. Und das hat uns gleich wieder so um die 70.000 Credits eingebracht, was wir da so verkauft haben. So ein paar Upgrades und ähnliches. Also wir stehen jetzt wieder auf 260.000. Ich muss unbedingt auch anfangen, mal ein bisschen Geld zu sparen, weil es gibt ein Achievement. Reich heißt das, wenn man so und so viel Credits zusammen hat. Und das ist ein Achievement, das ins Mass Effect 2 übernommen wird. Wenn wir nämlich dieses Achievement haben, starten wir in Mass Effect 2 mit mehr Ressourcen. Und das fände ich schon ganz nett, wenn das klappen würde. Ich werde es auf jeden Fall versuchen. Also erstmal nicht mehr großartig einkaufen, außer vielleicht irgendwelche Lizenzen und erstmal Geld scheffeln, soweit es geht. Ich hörte, der Administrator sei verhaftet worden. Hatten Sie vielleicht etwas damit zu tun? Er war korrupt. Tja, das sind die meisten hier. Wenn Sie sie doch nur alle verhaften könnten. Was kann ich heute für Sie tun? Ich muss gehen. Ich bin hier, falls Sie was brauchen. So, wir kommen endlich in die Garage rein. Der Zugang zur Garage ist beschränkt. Ich bin autorisiert. Entschuldigen Sie mich. Ja, der ist echt. Gute Fahrt. Das Wetter im Aleutstal soll ziemlich übel sein. Und eine automatische Speicherung zeigt uns, dass hier gleich wahrscheinlich die Kacke wieder am Dampfen ist. Hat der eigentlich Partnerlook? Nee, habt ihr nicht. Willkommen in der Garage. Oh nein. Geth. Ich denke mal, dass die in den Kisten der Matriarchen waren. So, und ich denke mal, wir hauen hier mal alles raus, was wir haben. Ist das ein Geth Prime da hinten? Was sind das für Dinger? Ausschwärmen und das Gebiet sichern. Niemand kommt rein oder raus. Das war erstaunlich einfach. Die haben wir ja wirklich auseinandergenommen. Nimm mal, Echo. Was haben Sie hier gemacht, Commander? Ich? Ich bin hier das Opfer. Die Geth griffen uns an. Geth? Sie erwarten, dass ich... Wo sind die hergekommen? Ich vermute, dass sie in den Frachtcontainern waren, mit denen die Matriarchen ankamen. Das glaube ich nicht. Die haben wir gescannt. Darin gab es keine Energiequellen, kein Element Zero. Wenn diese Dinger in Benesia Samas Containern waren, dann sind da draußen noch mehr. In den nächsten Monaten könnten wir noch mehr dieser Dinger zu sehen kriegen. 3 Jahrhunderte lang hat jeder gesagt, die Geth verlassen den Nebel nicht. Was ist da draußen passiert? Ich muss das den Direktoren melden. Wenn die Investoren von herumlaufenden Geth erfahren, geraten sie in Panik. Ja, immer das liebe Geld. Das ist natürlich viel wichtiger als die Tatsache, dass die Geth das organische Leben
in der Galaxis zerstören wollen. Nein! Seht ihr, was ich sehe? Könnt ihr es sehen? Ich zeige es euch mal genauer. Da ist er wieder. Da ist er wieder. Ich hasse mein Leben. Zack. Ah, da müssen wir durch. Es wurde ja gesagt, wir müssen fahren. Und aus irgendeinem Grund steht natürlich hier in dieser Garage auf Noveria unser Mako rum. Keine Ahnung, wie der hierher kommt. Es ist einfach so. Wir wollten sich nicht die Mühe machen, ein zweites Fahrzeug zu programmieren. Weil der kann unmöglich, kann der hier stehen, weil wir hatten ja bis vor ein paar Minuten gar keinen Zugang zur Garage. Warum sollte unser Mako da also drin stehen? So, hier draußen herrscht Gefahrenstufe 1. Ich kann das kurz demonstrieren. Wenn wir hier nämlich ausstehen, das ist dieser Balken. Da unten rechts, in diesem Fall geht es um Kälte. Also die Kälte steigt nach und nach an. Das gleiche gibt es auch für Hitze und ich glaube für Gift gibt es das auch. Wollte ich nur mal zeigen, weil auf dem einen Planeten, der ja offiziell auch Gefahrenstufe 1 war, da ist dieser Balken ja irgendwie nicht aufgetaucht. So. Nur der Vollständigkeit halber. Und jetzt machen wir uns auf den Weg zu Gipfel 15. Guck mal kurz auf die Karte. Ich hoffe, wir verfahren uns nicht. Ja. So ein scheiß Wetter hier. Ja, ist im Prinzip wieder nur geradeaus fahren bis zum Ziel. Obwohl, so ganz geradeaus sollte man halt doch nicht fahren, weil dann fährt man die Klippe runter. Aber halt einfach dem Weg folgen. Früher oder später werden die Geths uns was entgegenhetzen, denke ich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir hier einfach nur... Da sind sie doch schon. So, aber erstmal wird gelootet. Loot, loot, loot. Ein Naginata 5. Und Tsunami 5 ist auch nicht schlecht. So, und hier warten erste Geth-Verteidigungsstellungen auf uns. Müssen wir mal ein bisschen drauf schießen. Wie auch immer die hier Gefechtstürme anbringen konnten. Bums. Bums. Kabums. Die nehmen wir ja total auseinander. Ob es hier irgendwelche Kisten zum Looten gibt nochmal? Ja, gibt es. Ich nehme natürlich alles Loot mit, was ich kriegen kann. Auch weil ich das meiste verkaufen will, um halt dieses Achievement zu kriegen dann. Das hat gesessen. Ih, die schießen mit Raketen. Das dürfen die nicht. Oh Gott, und wie viele Raketen das sind. Können wir die da hinten ja auch gleich auseinandernehmen. Ich bin gerade überlegen, gibt es in Mass Effect 1 eigentlich schon Geth Prime? Ich glaube schon, aber ich weiß nicht, wann wir die das erste Mal treffen. Ist so die höchste Stufe an Geth-Einheiten, die es gibt. Die ganz fiesen Säcke quasi. Ich glaube, die heißen in der deutschen Version anders, obwohl ich Geth Prime eigentlich einen sehr coolen Namen finde. Oh nein. Schon wieder einer. Obwohl, das ist ja noch die kleine Variante. Das ist ja nur der Kampfkoloss. Den gibt es ja auch in der Titanenstufe. Wir haben so ein Ding zu Fuß schon erledigt. Da werden die uns im Mako doch keine Bedrohung sein. Zumal es sind halt wirklich nur die kleinen. Okay, dann fahren wir ihn über. Zack.
So, hier können wir wieder aussteigen und Sachen einsammeln. Der Geth-Titan. Also die große Variante dieser Kampfläufer. Ich überlege, ob es die im ersten Spiel überhaupt schon gibt. Oder ob die auch erst in späteren kamen. Ich weiß, dass es auf jeden Fall im zweiten Teil einen gibt. Der dann auch so ein bisschen als so eine Art Bosskampf fungiert. In einer der Missionen. Aber ob wir im ersten Teil auch schon welche haben, das ist genau wie mit den Geth Prime. Ich bin mir nicht sicher. Ich muss sagen, so schlimm finde ich den Sturm jetzt nicht. Sicher, das ist so ein furchtbarer Sturm, dass man da gar nicht erst hinkommen kann. Also ich sehe im Moment von Sturm gar nichts. Seht ihr einen Sturm? Schon wieder welche. Hat er gerade sein Schutzschild aufgebaut gehabt, habt das gesehen? Und dann haben wir ihn weggefletscht. Hey, die haben sowas von keine Chance. Auch im Bodenkampf, weil wir haben jetzt den schon Schildboost. Wir haben Immunität, wir haben Overload. Ach, da kommen die Raketen her. Wir haben quasi alles, was wir brauchen, um im Großen und Ganzen zu dominieren in sämtlichen Gefechten. So, ist da noch was? Ja. Dann holen wir uns das schnell. Ein Medizinkit. Na gut, das hätten wir uns auch sparen können. Medigel haben wir auf Maximum. Ich könnte übrigens auch bei jedem dieser Gefechte aus dem Melkor aussteigen und die Gegner zu Fuß erledigen. Das würde mir mehr Erfahrungspunkte einbringen. Weil mit dem Mako, also wenn ich Gegner mit dem Mako töte, bringen die mir weniger Punkte. Aber ich finde, es reicht auch so. Man muss es ja nicht übertreiben. Wir wollen ja auch nicht auf Teufel komm raus den höchsten Level erreichen. Wir wollen ja einfach nur alles mitnehmen. Den höchsten Level erreichen wir sowieso nicht. Level 60 in einmal durchspielen ist unmöglich, soweit ich weiß. Es sei denn, man nutzt irgendwelche Glitches. Ich glaube 55, 56, irgendwas in dem Dreh, das ist möglich, wenn man wirklich alle Erfahrung mitnimmt, mit maximal möglichen Punkten. Irgendwas meine ich da mal gelesen zu haben. Wo ist der Turm? Ach, da oben. Der Mako ist sowas von übermächtig. Da fragt man sich wirklich, wie die Menschen irgendeinen Krieg verlieren könnten. Wenn er nicht gerade wie eine wilde Gans durch die Gegend hüpft, dann ist der Mako tatsächlich ziemlich stark. Rums. Ein weiterer Turm. Weil der ist jetzt gar nicht mal so langsam, wenn man ihn denn richtig steuern kann. Und hat halt seine Geschütze, die wirklich reinknallen, vor allem das große Geschütz. Muss halt nur in Bewegung bleiben. Wenn man nicht in Bewegung bleibt, dann kriegt man ganz schnell aufs Maul. Wenn die Gegner dann mit ihren Raketen kommen. Ich glaube, hier kommt der Mako nicht weiter. War die Mako-Passage schon abgeschlossen, ja? Dann mal hinein. Ich glaube, wir haben den Gipfel erreicht. Oder? Oh, ein Geth-Titan. Ja, das ist das, was später, glaube ich, dann zum Geth Prime wird. Kogana. Okay, da muss ich doch mal in Deckung gehen.
Wenn man die Kroganer tötet, während sie durch zum Beispiel die Biotikfähigkeit heben in der Luft sind, dann kriegen die übrigens auch nicht ihr zweites Leben. Was sie sonst immer nutzen. Ach, da oben ist noch einer. Boah, wie wir die auseinandernehmen hier. Das ist ja krass. Hier, der steht wieder auf. Aber jetzt nicht mehr. Alle Gipfel 15 Einrichtungen haben große Schäden zu verzeichnen. Gefährliches biologisches Material ist in der gesamten Einrichtung präsent. Ich frage. Die Benutzeroberfläche der virtuellen Intelligenz ist offline. Ja, bist du jetzt fertig, Mira? Wir müssen die Reaktoren wieder einschalten. Ja, doch. Alles zu seiner Zeit. Ich frage mich, was hier passiert ist. Was kann ich auf Gipfel 15 bloß geschehen sein? Ich weiß es natürlich, aber muss ja auch mal ein bisschen mitspielen, ne? Ne, aber scheiße sind wir gerade am Dominieren hier, was die Gefechte angeht. Oder ist Cerberus so viel stärker als Kogana und Geth? Dass die uns solche Probleme bereitet haben und hier mähen wir quasi durch wie so ein Mähdrescher. Sind wir denn jetzt schon auf Gipfel 15 oder ist das hier so eine Transitstation? Aha. Warum zeigen die Gefechtstürme in die falsche Richtung? Es geht nicht um Verteidigung, sondern darum, ihre Leute in Schach zu halten. Je schneller wir von diesem Kühlschrank verschwinden, desto besser. Turianer mögen keine Kälte, Shepard. Hatte ich das je erwähnt? Da musst du durch, mein Freund. Irgendwie könnte man auch einstellen, dass die ihre Helme aufbehalten. Das würde mich jetzt mal interessieren. So, sieht das doch viel cooler aus, oder? Ja, ich mach's wieder. Rückgängig. Zumindest für diesen Einsatz. Na, ich will mal nicht so sein. Ein Fahrstuhl. Na, toll. Gott sei Dank haben wir Garrus dabei. Und Liara. Das heißt, wir müssen hier wirklich jede Kiste und alles öffnen und hacken können, was wir so finden. Die Tür geht nicht auf. Das ist wirklich nur dieser kleine Raum hier. Und dann der Fahrstuhl nach unten. Sehe ich das richtig? Tatsache. Ah, da ist doch noch ein Fahrstuhl. Ach, da geht's zu Handschaden. Hä? Ach so, ja, okay. Jetzt habe ich die Karte auch verstanden. Ich und mein Orientierungssinn wieder. Oh. Oh. Lieber mal die Immunität einschalten und den Overkill. So. Können wir gleich noch die anderen Gegner erledigen hier. So, ist der letzte da. Das war einfach. Was war das? Tiere, Wind, dieser Ort ist übel mitgenommen. Oh oh. Ja, wir kennen diese Viecher ja schon aus, Oh, scheiße.
aus einer Cerberus-Einrichtung. Und der Gegnertext oben am Bildschirm, der spoilt leider auch schon, worum es sich hier handelt. Es schießt doch! Was waren das für Dinge? Xenobiologie ist nicht meine Stärke. Aber vielleicht weiß es jemand in den Laboren. Ja, wir wissen ja schon, was das für Dinger sind, weil es oben am Bildschirmrand eingeblendet worden ist. Finde ich ein bisschen schade. Das hätten sie vielleicht anders so machen können. So viel Eis und Schnee auf einem Haufen habe ich selten gesehen. Dass hier die Überraschung dann ein bisschen größer ist, zumindest wenn man sich mit den Codex-Einträgen so ein bisschen beschäftigt hat und weiß, was das für Viecher sind, also was da für eine Geschichte hintersteckt. Nein, ich werde den Namen jetzt noch nicht aussprechen. Ich spiele mal mit dem Spiel mit und tue so, als würden wir noch nicht wissen, was das ist. Aber wir haben das Ende der Folge erreicht. Ich gucke hier nur gerade noch, ob hier noch irgendwo interessante Sachen rumliegen. Gravitationswaffenforschung zum Beispiel. Gibt uns einen Codex-Eintrag, sehr schön. Und ein Spind. Ja, und während ich hier noch den Spind knacke und den Inhalt an mich nehme, verabschiede ich mich schon mal für heute. Ich hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder mit dabei, wenn wir versuchen, das Geheimnis um Gipfel 15 zu lösen. Bis dahin sage ich aber erstmal ciao. Proteana, Sender. Der Sender war ein proteanisches Artefakt, das auf der Allianzkolonie Eden Prime gefunden wurde. Die Ähnlichkeit mit den auf dem Mars entdeckten proteanischen Datenbanken weckte sofort das Interesse der Allianz und des Rates. Der Sender erwies sich als ein solider Datenbankspeicher und Teil eines die Galaxie umspannenden Kommunikationsnetzwerkes, ähnlich dem modernen Extranet. Da bis dahin nur wenige intakte proteanische Paleo-Technologie gefunden werden konnte, versprach man sich von dem Sender einen ähnlichen Technologiesprung wie bei der Entdeckung der Masseneffektantriebe und Portale. Leider weckte der Sender auch das Interesse des abtrünnigen Spectre Saren Arterius und seiner Verbündeten, dem synthetischen Geth-Maschinenvolk. Beim Überfall mit seinem Flaggschiff, der Sovereign, waren hunderte zivile Opfer zu beklagen. Der Sender wurde schwer beschädigt. Die Motive für diesen Überfall werden noch untersucht. Während der Bergungsaktion wurde der Executive Officer der Allianzfregatte Normandy von einem Energiestrahl des Senders getroffen. Lieutenant Commander Shepard überlebte diesen Vorfall ohne sichtbare Nachwirkungen. Nach dem Vorfall schien sich der Sender deaktiviert zu haben. Alle Funktionen schienen tot zu sein.